Was hat der Tourismus beispielsweise in einer kleinen Stadt wie Füssen mit heute fast 16.000 Einwohnern bewirkt? Der Tourismus hat einen Beitrag geleistet in die Entwicklung dieser Stadt. Das heißt, es wurden Arbeitsplätze geschaffen. Es fließt Geld in diese Stadt. Wir sprechen sehr oft von Wertschöpfung. Wir haben halt wahnsinnig viel Gäste, Kunden aus dem ganzen schwäbischen Bereich. Wir geben halt hier in Füssen auch Geld aus. Nicht nur in der Gastronomie, auch in den kleinen Läden, im Einzelhandel sind wir da eigentlich schon reich gesegnet. Ich sage jetzt einmal mit den Leuten, was hier bei uns einfach Urlaub machen. Der erste Grund ist, dass die Urlauber die Zeit autolos verbringen, ja, die Infrastruktur in der Stadt und Umgebung nutzen und ihr Fahrzeug uns zum Kundendienst überlassen. Der zweite Grund ist, der Kunde schaut sich bei uns mal auf dem Gebrauchtwagenplatz um. Und der dritte Grund könnte auch ein Neuwagenkauf sein. Dann, wenn wir da alles richtig machen, kauft der Kunde auch ein Neufahrzeug bei uns. Wir alle sind auch diejenigen, die darüber entscheiden, wie sich eine Stadt weiterentwickelt. Nicht nur ein Bürgermeister, nicht nur ein Tourismusdirektor. Wir sind diejenigen, die letztlich über viele Jahrzehnte und Jahrhunderte dafür gesorgt haben, dass aus Füssen auch das geworden ist, was es jetzt ist, nämlich eine Stadt mit extrem hoher Lebensqualität, mit einem überzeugenden touristischen Angebot und einer wirklich Spitzenposition auch im bayerischen Tourismus.